Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer-Date-Video auf meinem Kanal. Heute haben wir ganz spontan uns hier im Hotel versammelt. Der Christoph Krachten und ich sind nämlich zufällig beide auf der The Smarter Europe in München. Hallo Christoph. Hallo Tobias. Und du stellst hier dein neues Buch vor. Und da dachte ich, das passt ja gut. Tesla passt gut zu meinem Kanal. Lass uns noch ein bisschen über dieses Buch sprechen. Sehr gerne. Ich würde sagen, da gibt es ein paar Sachen erstmal zu dir zu erzählen, die ziemlich gut dazu passen. Einfach so ein paar Stichwörtern. Technik, dein Thema? Absolut, seit frühester Kindheit. Genau. Du machst ja auch einen Internetkanal? Genau. Geeksum, Science and Future, Wissenschaftsthemen, viel Astrophysik. Ja. Und Tesla, dein Thema, Elektromobilität? Absolut, es war immer, der Gag war, ich bin aufs Buch gekommen, weil ich schon so viele Videos über Tesla gemacht hatte. Okay. Und dann dachte ich mir, boah, jetzt hast du schon so viele Skripte geschrieben, da kann man noch ein Buch draus machen. Und dann habe ich geguckt, gibt es so ein Buch überhaupt, gibt es ein Buch über Tesla? Ja. Es gibt kein Buch über Tesla. Okay. Es gibt nur Bücher über Elon Musk, aber nicht über Tesla. Und dann habe ich gedacht, gut, dann machst du es halt. Und dass du ein Buch schreibst, beziehungsweise in die Öffentlichkeit gehst mit dem, was du tust, passt zu dir? Ein bisschen. Es ist ja auch schon mein drittes Buch. Ja, genau. Es passt deswegen zu dir, weil du eigentlich schon immer in die Öffentlichkeit gegangen bist. Vielleicht kurz, woher wir uns kennen. Wir kennen uns aus der Zeit, als du das erste Multi-Channel-Netzwerk in Deutschland, genau. Ja. Mediakraft gegründet hast damals und mein Sohn unter anderem auch davon angefragt wurde. Ja? Und da haben wir uns kennengelernt. Dann haben wir auch mal ein Interview gemacht für einen anderen Kanal von mir, den ihr nicht kennt, Edge. Und du hast auch selber schon vor Klicksum YouTube gemacht? Nee, Klicksum, also es war vor Wissenschaft, hatte ich schon YouTube gemacht, es hieß immer Klicksum, aber am Anfang waren es Interviews mit Prominenten und dann nach 250 hatte ich alle Prominenten so ziemlich in Deutschland interviewt und dann musste ich irgendwas anderes machen und Wissenschaft, Technik, also vor allen Dingen Wissenschaft eigentlich, ist meine Leidenschaft und dann habe ich gesagt, gut, machst du einen Wissenschaftskanal. Ich bin Journalist seit etwas mehr als 40 Jahren und dann dachte ich mir, hey, das passt, das ist ein Ding, was du lange machen kannst und jetzt mache ich jetzt schon seit 8 Jahren. Klicksum. Ja. Und du hast, bevor du überhaupt auf den Sozialmedien oder auf YouTube unterwegs warst, eben als Journalist gearbeitet für zum Beispiel mal ein bisschen Name-Dropping. Also Schreiner Markus Live, aber das kennt heute keiner mehr, war damals in den 90er Jahren die erfolgreichste. Mein Publikum kennt das noch. Die erfolgreichste Fernsehsendung, die es gab. Habe für Automotor Sport TV gearbeitet, also eine Autosendung, habe für Palazzo gearbeitet, eine Medienshow im WDR, Robot Wars, eine Sendung, wo sich ferngesteuerte Roboter zerschlagen haben, alles Mögliche, also viele tolle Sachen. Okay, also du hast dich eben auch schon früher mit Autos beschäftigt, das unterscheidet dich zum Beispiel von mir. Ich mache das genau seit 2 Jahren. Ich habe mich früher nie für Autos interessiert. Ja. Das heißt, du verstehst was davon und mein Titel für dieses Video wäre eigentlich der Tesla-Versteher. Was heißt ihr davon? Ja, kann man vielleicht so sagen. Aber der Gag ist, es gibt Leute, die haben viel mehr Ahnung von Tesla, aber die haben bei Tesla gearbeitet und die dürfen nichts sagen. Und ich versuche, den Kontakt zu meiden, weil dann kann es einem passieren, dass man unter dem Siegel der Vertraulichkeit was gesagt bekommt und dann darf man nicht mal mehr spekulieren darüber. Und ich bin in der komfortablen Situation, dass ich eine Menge weiß über Tesla, aber nichts wurde mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit gesagt. Beziehungsweise ich habe es halt auf Wegen erfahren, die es mir ermöglichen, das auch niederzuschreiben. Also teilweise sauber recherchiert, aber teilweise auch Insider-Informationen drin. Okay. Ja. Mhm. Ich habe in Rezensionen gelesen, ja, Tesla-Werbegeschichte. Bezahlte Werbung, Fanboy und so weiter. Ich habe unter Anwendung des Speed-Readings-Verfahrens dieses Buch komplett durchgeschaut und dann einzelne Kapitel nochmal nachgelesen. Und ich kann das überhaupt nicht feststellen, weil alles, was einen an Tesla nerven kann, steht da drin, ist ja, so? Klar. Ja, würde ich sagen. Mal ein paar Beispiele. Also Service ist zum Teil eine Katastrophe. Die Autos haben Probleme, die dann zum Teil nicht oder sehr spät behoben werden. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden nicht so toll behandelt. Das ist halt, man muss dann ein bestimmtes Mindset haben, um da arbeiten zu wollen. Mit Familie und Kindern ist das schwierig. Ja, da gibt es eine Menge zu kritisieren. Elon Musk ist auch ein Mensch, glaube ich, der sehr speziell ist. Mich erinnert sehr viel an ihm, an Steve Jobs. Und der war einfach unerbittlich. Und ich sag mal, mit einem Chef zusammenzuarbeiten, der unerbittlich ist, das ist schon anstrengend ein bisschen. Aber was ich bewundere, ist halt, was dabei rauskommt. Ja. Das ist dann wieder die positive Seite. Also es gibt halt wie alles,
Genau, und deswegen bist du ein Versteher und kein Fanboy. Und du hast auch, ähnlich wie ich, diese Erfahrung gemacht mit dem hysterischen Autopiloten oder Bremsen in der Baustelle. Ja. Du hast deinen Schlüssel mal verloren, bist nicht mehr reingekommen. Das war eine Katastrophe, beschreibe ich auch darin. Das war eine absolute Katastrophe. So, also das heißt, das ist zunächst mal auch ein Buch, in dem sich Leute, die einen Tesla selber fahren, auch wiederfinden, kann man das so sagen? Ja, das auf jeden Fall. Aber es geht schon weit darüber hinaus. Auf jeden Fall. Also es gibt viele Leute, die mir gesagt haben, boah, ich fahre jetzt schon seit, keine Ahnung, 10 Jahren Tesla. Es gibt ja wirklich so Leute, die das schon ewig machen. Die haben gesagt, ey, ich habe einiges Neues erfahren, weil ich mich halt einfach mal zurückgelehnt habe und aus Entfernung auf das ganze Thema geguckt habe und versucht habe, wirklich eine Einschätzung abzuliefern. Ist das eben nur ein Haufen Müll, der irgendwie verkauft wird und in 5 Jahren redet keiner mehr davon? Oder ist das die gleißende Zukunft und eine Verheißung für die Menschheit? Das ist es halt beides nicht und das habe ich versucht einzuordnen. Und das ist in der Kürze von diesen 200 Seiten recht umfangreich, recht tief recherchiert, würde ich mal so sagen. Das beginnt damit, was Elektromobilität überhaupt ist, wie die so entstanden ist, wie du damit zurechtgekommen bist, warum die nie funktioniert hat, warum sie seit Tesla plötzlich wirklich funktioniert, warum niemand versteht, was Tesla eigentlich ist, beziehungsweise es nicht verstehen will, wobei inzwischen, ich glaube, der Herbert Diess hat es inzwischen verstanden, dass es eigentlich eine Software auf 4 Räder ist und dass sie da meilenweit da vorne sind, oder? Er hat bestimmte Dinge noch nicht verstanden. Okay. Zum Beispiel ganz viele Menschen haben das Ladenetz von Tesla noch nicht verstanden. Und das ist komplett ausgeklügelt. Wenn ich mit meinem Tesla losfahre, dann kann mir die Software garantieren, außer es ist halt, keine Ahnung, Ostern oder Millionen Autos sind auf den Straßen, also außer an außergewöhnlichen Tagen, kann mir die Software garantieren, dass ich, wenn ich den Ladeplatz anfahre, dort eine Ladesäule für mich frei ist. Mhm. Und das ist echt, wenn man einen ITler fragt, also jemand, der programmiert, das ist sehr anspruchsvoll. Und das kriegen die hin. Und das kriegt keiner sonst hin. Kein Autohersteller auf der ganzen Welt. Und das ist vielleicht, das habe ich auch schon gelernt, wirklich, wir teasern hier so ein bisschen an, dass es viele nicht verstehen, liegt vielleicht auch daran, und das fand ich einen sehr interessanten Gedanken, dass Elon Musk das teilweise auch nicht kommuniziert oder auch nicht gut kommuniziert. Ja. Also du hast ja sowas wie der Trick mit der Unterschätzung oder sowas hast du. Ja, ich habe, also mein Verdacht ist so ein bisschen, dass er bewusst es pflegt, unterschätzt zu werden. Wir sehen es jetzt gerade wieder, Tesla ist kurz davor, mit dem Model 3 die Verkaufszahlen des VW Golf zu überholen. Mhm. Es geht nur noch um 58 Autos im Monat. Mhm. Also nächsten Monat hat wahrscheinlich das Model 3, des deutschen liebstes Kind, den VW Golf in den Verkaufsstatistiken überholt. Mhm. Das ist für Volkswagen eine Katastrophe und das zeigt, wie der einzuschätzen ist. Und wenn man in die Details guckt, dann wird man auch verstehen, warum das so ist. Okay. Chipkrise zum Beispiel macht Tesla nichts aus. Und dafür gibt es ganz dezidierte Gründe, das kann man sich angucken, dann wird man das verstehen. Und da haben die deutschen Autohersteller, und da muss ich zu sagen, leider, ich würde mich freuen, wenn jeder deutsche Ingenieur, jede deutsche Ingenieurin oder die beim deutschen Autohersteller arbeitet, sich das einmal durchliest, dann wird es vielleicht Pling machen. Mhm. Bei einigen hat es auch Pling gemacht. Also ich kenne einige Ingenieure aus deutschen Autowerken, die total genervt sind von ihren Firmen. Aber viele haben das noch nicht verstanden, was da wirklich abgeht. Und das ist dramatisch. Also das heißt, es ist zum ersten ein Buch für Leute, die damit relaten können, weil sie selber Tesla-Fahrer sind. Dann ist es vielleicht ein Buch für Leute, die anderen Leuten, die immer nicht verstehen, was damit los ist, sagen können, komm, liest es, dann verstehst du es. Auch Elektromobilität verstehst du nach dem Buch. Da sind viele, viele Details drin. Ja. Die man einfach so gar nicht auf dem Schirm hat. Also eine Sache, die ist mir aufgefallen, ist zum Beispiel mit der Bahn. Mhm. Elektromobilität, also man sagt ja immer Auto und Bahn, ne? Und jetzt kommst du daher und behauptest, ist es eine reine Behauptung? Nein, das ist belegt, das sind ja Quellen. Also E-Auto fahren umweltfreundlich ist als Bahn. Also die Bahn verbraucht mehr Energie. Die Bahn hat mehr Tonnage pro Passagier. Mhm. Also so ungefähr, vorgestern habe ich es nochmal nachgerechnet und habe einfach geguckt. Und zwar bei optimaler Auslastung, bei der höchsten Auslastung, die Deutsche Bahn bisher hatte, das war 50%, also die Züge waren im Schnitt zu 50% ausgelastet. Im Fernverkehr, das ist noch da, wo die Bahn am besten aussieht. Im Nahverkehr sieht es dann teilweise noch schlimmer aus. Mhm. Verbraucht die Bahn halt so Benzinäquivalent pro Passagier oder reden wir nur in Kilowatt, etwas mehr als 20 Kilowatt. Okay. Im Schnitt pro Passagier pro 100 Kilometer. Ein Elektroauto verbraucht im Schnitt pro Passagier, weil Autos sind halt in Deutschland mit circa 1,45 Personen besetzt, 12 Kilowattstunden. Ja.
Ein Zug wiegt pro Passagier rund 1,8 Tonnen, ein Elektroauto wiegt pro Passagier rund 1,4 Tonnen. Also die Bahn, weil die Bahn, das muss man auch verstehen, die war ja nie auf effizient ausgelegt. Die verkauft sich jetzt so, die sagt nirgendwo, versuche mal eine Quelle zu finden, woher du das bekommst. Es gibt nur eine einzige Quelle aus einem Jahr, in der die Bahn, und daraus kannst du es dann errechnen, zu 40% ausgelastet war, nämlich im Jahr 2007. Da gibt es einen Leserbrief in der FAZ, das ist also wie bei Anhalter durch die Galaxis, in dem der Chef, der für die Umwelteigenschaften der Bahn zuständig ist, einmalig geschrieben hat, der durchschnittliche Verbrauch der Deutschen Bahn im Fernverkehr ist 2,9 Liter Benzinäquivalent pro Passagier auf 100 Kilometer. Benzinäquivalent heißt, das sind 8,67 Kilowattstunden pro Liter. Das sind also 1624, etwas mehr als 25 Kilowattstunden. Aber damals war die Bahn nie schlechter ausgelastet, war 2019 besser ausgelastet und auf dieser Basis der besten Auslastung, selbst da ist die Bahn nicht umweltfreundlich. Aber das heißt nicht Bahn fahren, sondern das Gegenteil. Das heißt, wir müssen mehr Bahn fahren. Wir müssen uns überhaupt über Mobilität Ist mehr Gedanken lohnt. machen. Ja, damit es auch effizienter wird, damit es besser wird. Wir müssen auch in Städten, müssen wir mehr Rad fahren, mehr zu Fuß gehen. Ich bin kein Verfechter von Elektromobilität, aber da, wo wir Individualverkehr haben, wo Leute sagen, ich bin Handelsvertreter, ich muss morgen da sein, morgen da sein, morgen da sein, ich habe einen Kofferraum voll Kram. Da Ja, ist es halt die da nützt dir der Elektromobilität. Spruch nicht, man sollte mit dem Fahrrad zur Arbeit Nee, fahren. Ne? das kriegt er da nicht drauf. Gut, lass ein Fahrrad, aber damit kommt das schlecht von München nach Berlin und so weiter. Ihr merkt schon, er redet sich ein bisschen in Rage. Das ist aber immer mal wieder der Fall. Und ihr merkt, dass er die Detailtiefe auch liebt. Also, und davon ist dieses Buch natürlich voll. Also insofern ist es auch ein Buch, ich sage jetzt mal, auch für Klugscheißer. Ja, das ist ein super Buch für Klugscheißer. Danach kann man richtig klugscheißen. Weil auch vieles, was ihr natürlich auch in YouTube-Videos zusammengeschaut habt oder so, dort nochmal wirklich ganz kompakt drinsteht. Die ganzen Geschichten von Schwedenstudie über CO2-Rucksack bis Kobalt und so weiter. Alles meiner kurzen Einschätzung nach, und ich glaube, so wie ich dich kenne, wird es so sein, sauber recherchiert, Wir haben hinten einen QR-Code, da ist eine Internetseite drauf und da kann man alle Quellen angucken und sich anklicken. Jede Information, die, ich sag mal, schwierig ist, wo man sagt, das will ich aber jetzt mal genau wissen. Deutsche Bahn zum Beispiel, das kann ja gar nicht sein, habe ich eine Quelle, wo das drin steht. Trotz Klugscheißerei und Detailtiefe gibt es eben auch immer wieder so ein paar Gedanken, die ich interessant finde. Zum Beispiel, wenn du darauf eingehst, dass viele Leute, das kenne ich ja auch, sagen, was, ich muss dann nach Berlin fahren und dann muss ich dann dreimal zwischendurch laden. Dann ist meine Reaktionsweise immer, naja, das mache ich sowieso, die Pausen. Und du sagst eigentlich ganz interessanterweise, ja, diese Vorstellung, dass man am Stück ohne Pausen von Bodensee nach Berlin fährt, das dürftest du gar nicht nach der Genau, das steht ja in dem Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung, dass du so dich verhalten musst, dass du niemand anderen gefährdest. Und wer 800 Kilometer am Stück fährt, soll mir mal erklären, dass er niemand anderen gefährdet. Ich habe einen Fachlektor gehabt, der sich das alles durchgearbeitet hat. Der ist Motorjournalist gewesen und mit dem habe ich mich über das Thema gestritten. Und der hat gesagt, wieso, man kann doch 800 Kilometer am Stück fahren. Ich sage, nein. Das sagt auch, aber auch jeder Rechtsmensch sagt einem das. Das geht wirklich nicht. Auch über die Geschwindigkeit. 250 muss man doch fahren können am Stück und immer. Sag ich, das ist total bescheuert, 250. Es ist total gefährlich. Wobei, mit dem Elektroauto ist es nicht so gefährlich, weil es halt einen tieferen Schwerpunkt hat. Aber trotzdem, das ist nicht gut. Man verbraucht auch deutlich mehr Energie. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin ein großer Anhänger der Geschwindigkeitsbegrenzung. Das würde uns viel helfen, was Energieverbrauch und Sicherheit betrifft. Es könnte auch noch ein Buch für Anleger sein, die sich dafür interessieren. Also, weil als ich mir damals vor 2,5 Jahren mein Model 3 gekauft habe, haben mir viele geschrieben, das würde ich nicht machen. Tesla ist bald pleite. Es war wahrscheinlich so das einzig Erfolgreiche, was ich in den letzten 2 Jahren gemacht habe an Investment, muss man sagen. Dazu muss man sagen, Tesla hat halt einen Kurs, wo viele sagen, der ist viel zu hoch, wo andere sagen, ah, das ist wahrscheinlich gerechtfertigt, weil sie IT entwickeln oder jetzt bei der Chipkrise. Das Problem haben sie ganz locker aus der Hüfte geschossen, erledigt. Sie haben nämlich keine Chips eingesetzt. Dazu muss man sagen, die alten anderen Autohersteller setzen halt sehr alte, überkommene Chips ein. Tesla hat rasend schnelle, sehr moderne Chips, sind da Großkunde bei den Chipherstellern. Die sind einfach dahingegangen und haben gesagt, okay, was habt ihr noch? Ja, wir haben programmierbare Chips.
her damit, wir programmieren die dann selber. Und dann haben die innerhalb von Wochen einen Code geschrieben für diese programmierbaren Chips und die stecken jetzt in den Teslas und Tesla kann immer mehr Autos verkaufen und die deutschen Autohersteller können immer weniger Autos verkaufen, weil die Chiphersteller haben die Produktionsanlagen abgebaut, als die Bestellungen reduziert haben. Das ist ein kleines Problem. Das hat Tesla nicht gemacht und das spricht natürlich für den Kurs im Moment. Ja, das spricht wieder für den Kurs, ja. Klugscheißerbuch ist es, kein Besserwisserbuch, würde ich sagen. Also das freut mich. Also das versuche ich auch. Ich versuche immer nicht die Haltung zu haben, Leute, also ich bin so schlau, ich habe jetzt das Universum des Wissens, habe ich und ihr könnt jetzt mal daran teilnehmen, sondern ich versuche mich schlau zu machen, ja. Und möchte die Leute auch an diesem Prozess teilhaben lassen, weil ich habe ja auch genügend schlechte Erfahrungen damit gemacht, auch mit der modernen Technik, wo ich dann mein Auto zum Beispiel in einer Tiefgarage nicht mehr öffnen konnte. Das war ein Desaster und sehr lustig. Ja, da drin. 15 Euro kostet das Buch. Und wenn wir vom Kaufen sprechen, also ich will jetzt nicht wissen, ja, wie gut sich es verkauft, sondern eher so, wie geht's mit dem Buch? Wie geht's dir mit dem Buch in dieser Welt, ja, der ID3s? Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Es ist der Spiegel-Bestseller tatsächlich geworden. Es hat auch ganz gut verkauft, aber ich muss ehrlich sagen, gegen alle Widerstände. Against all odds. Wirklich, wirklich. Es war sehr, sehr schwierig. Mhm. Es berichtet so gut wie keine Zeitschrift, keine Zeitung darüber. Weil wahrscheinlich, sie vermuten, das ist ja Tesla-Werbung, aber du hast es ja gerade festgestellt, es ist keine Tesla-Werbung. Viele Journalistinnen und Journalisten fahren Verbrenner, die haben ein Problem mit so einem Buch. Also entweder schämen sie sich, also das habe ich wirklich schon erlebt, oder sie sagen, nee, es gibt gute Gründe, Verbrenner zu fahren. Gibt es nicht, gibt keinen guten Grund, Verbrenner zu fahren. Ja, das ist problematisch, aber ich robbe mich jetzt so langsam vor. Es dürfte inzwischen schon 2000 Exemplare verkauft haben, aber das Desaster fängt ja damit an, dass ich einen Vertrag hatte mit einem Verlag, mit einem Motorverlag, der dann gesagt hat, nee, da wird ja die These vertreten, Tesla würde Ökologie mit Technologie verbinden. So ein Buch können wir nicht veröffentlichen. Wir haben große Autohersteller in Deutschland als Kunden, da können wir so ein Buch nicht veröffentlichen. Haben die das so gesagt? Die haben das so gesagt. Ganz deswegen nennen wir ja auch nicht den Namen. Genau, das kann ich, da würde ein Erdbeben losbrechen. Ja. Und ich will die ja auch wirklich jetzt nicht reinreiten. Ich kann das ja gut verstehen, die wollen ja auch noch weiter existieren. Und dann muss ich selber einen Verlag gründen. Aber man bekommt es jetzt. Und auf welchem Wege am besten? Überall, jede Buchhandlung hat es. Jede Buchhandlung. Die kann es auch bestellen. Da ist dann eben ein Barsortiment dahinter. Also man kriegt es in jeder Buchhandlung. Gut, also ich hoffe, dass euch dieses Gespräch gefallen hat. Mal ein anderes Format auf meinem Kanal. Vielen Dank, lieber Christoph. Ich danke dir, Tobias, dass du dich dem gewidmet hast, weil, wie du ja mitbekommen hast, es ist echt ein harter Kampf. Aber wie du auch weißt, ich liebe das, wenn alles nicht so glatt läuft. Genau, ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen. Wenn ja, kommentiert bitte gerne unten, auch doch Klugscheißer oder was auch immer. Ja. Ihr wisst ja, viel kommentieren ist immer gut. Like dieses Video, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer dieser Dad.